En so wie der Hecht, der wird lachen, wie der bei seiner das auch noch machen. Mit zwei Kanzleien. Kinder, schnell Ohren zu. Ein Spielzeugladen namens Hobbyhaus geht jetzt zu. Die Besitzerin hat gemeint, ich gehe zu Ruhe. Ein Sexshop in den Laden wäre noch gut, dass dann der Name Hobbyhaus weiterhin passen tut. Der Hecker hat schon ganz rot. Das ist der Erste, der geht. Als einzige Frau, Schätzchen, musst du jetzt schämen. Komm, wir gehen gerade zusammen. Und hey, ja, das ist ein Hit, ich nehme den Stefan Zumbrunn auch noch mit. Da schreit's Claudi aus der Küche, hey ja, ich will auch noch kommen! Da hinten meint ein, oh Stefan, du bist ein ganzer Wilder, komm, wir können eine Fahrgemeinschaft bilden. Fräulein, haben Sie mein Hündchen gesehen? Fräulein, der Kaib ist nie mehr. Ich rief nochmal, Rainer, wo bist du? Ich habe ganz vergessen, dass der Doppel in meinem Täschchen ist. Jetzt brauche ich eine Freiwillige aus dem Publikum. Nehmen wir gerade den. Ja, komm. Eine. Wie heisst du? Schnegge. Schnegge! Claudia. Auch Claudia. Also, das Wetter spinnt. Schau es nochmal an. Ich gebe der Claudia die Schulter dran. Die Frisur hat sie verroten. Ich bin perplex. Die sieht aus wie eine Wetterhexe. Denke da, nein! Das ist der Loni-Buente. Regendorn Heiri fährt mit seinem Velo an einem schönen Tag. Ja, ein bisschen durch den Wald, wie das in jedem macht. Er sieht seine Frau im Moor am Winken. Er läuft noch weiter und lässt sie singen. Die moet wel erg leuk zijn, hè? Ja, zie, mijn Rainer is een ganz famose. Doch zijn probleem, hij wil niet immer hören. Wenn ich rief Rainer bei Fuß und er kommt eben nicht, bin ich froh, dass es so Flexileine gibt.